Nach der 1:3-Niederlage in der Conference League Quali gewinnt der FC Basel gestern in der Meisterschaft mit 5:2 gegen den FC Winterthur und holt sich dort mit dem dritten Spiel den ersten Saisonsieg. Und über die beiden Matches reden wir im heutigen FCB total. Schön haben sie eingeschaltet und schön sind auch meine beiden Gäste dabei. Es sind das der Remo Gaugler, ehemaliger Kaderplaner und Nachwuchschef vom FC Basel. Schön bist du da. Hallo. Und heute wieder mit dabei, Ernie Meissen. Schön bist du auch wieder zurück aus der Ferien und wieder mit dabei. Salut, Ernie. Ja, Remo, kommen wir doch kurz eben zu dir. Aber ich habe gesagt, du bist ehemaliger Kaderplaner und Nachwuchschef. In diesem Sommer hast du aufgehört beim FCB. Kurz, was ist passiert? Es war ein normaler Trainingsprozess. Wenn die Pläne und die Ideen nicht mehr sich decken mit der Vereinsleitung, ja, dann gibt das ein Training und das ist eigentlich auf einem ganz normalen Ablauf abgelaufen. Jetzt Zukunftsplan, weißt du schon, was Fußball bleiben? Im Moment habe ich wirklich gar keine Pläne. Ich genieße mal die Ferien, habe jetzt 4 Wochen Ferien gehabt. Ist auch wieder eine Umstellung von 7 Tagen, 24 Stunden zu Ferien machen und weil ich nicht ganz wissen, was mit dem Tag anfängt. Ich trainiere im Moment oder hilf trainieren im Moment die erste Mannschaft vom FC Bubendorf. Probiert dort ein bisschen Unterstützung zu geben, was sehr viel Spass macht. Und wird mich auch in der nächsten Zeit mit Hospitationen und Vereinspsych und Spielerpsych auch ein bisschen befassen. Gut, dann machen wir doch gerade einen guten Übergang. Wechseln wir vom Baselbieter FCB zum Basler FCB. Der hat jetzt, wie gesagt, im dritten Spiel endlich mal gewinnen können, die neue Saison. Und wie wichtig, dass der gestrige Sieg war, das haben die Reaktionen nach dem Spiel gezeigt. Endlich ist er da, der erste Saisonsieg. Im dritten Anlauf hat es geklappt. Für das erste kann der FCB die Rückschläge stoppen und im ersten Liga-Heimspiel einen Sieg mit seinen Fans feiern. Nach dem Saisonstart mit Super League und Conference League, wo wir sehr unglücklich waren, jetzt hier noch 1-0 in Rückstand gehen, glaube ich, nach 5 Minuten. Ja, ich glaube, Charaktertest definitiv bestanden. Das zeigt schon, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass die Mannschaft immer weiter daran gearbeitet hat, auch wirklich heute den Erfolg zu erzwingen. Für mich persönlich jetzt unglaublich wichtig. Es haben trotzdem heute sehr viele Spieler gefehlt. Wir haben, glaube ich, 7 Ausfälle gehabt und hier 5-2 gewinnen, das gibt sicher eine richtig breite Brust. Bis zu diesen 3 Punkten ist es aber eine harte Arbeit für den FCB. Zuerst geht Winterthur in Führung, obwohl der Freistoß niemals gerechtfertigt ist. Und auch sonst gibt es einige Entscheide, wie zum Beispiel gelbe Karten, die gegen den FCB ausfallen. Vor allem lassen sich die Basler aber nicht verunsichern. Es sind einfach so Kleinigkeiten, wo man einfach muss abhocken, führen, schauen, Fokus behalten und dann, ja, eben, wie gesagt, so das Glück auf seine Seite zu bringen. Zum Fußball gehört es dazu, auch Rückschläge zu verarbeiten, Gegentore auch mental zu verarbeiten, die eine oder andere gelbe Karte, klar. Und die Mannschaft muss lernen, diese Schritte zu gehen. Nicht nur was die Disziplin bezüglich Karten angeht, sondern auch die taktische Disziplin. Das alles muss die Mannschaft in den nächsten Wochen verbessern. Dazu kommt aber auch noch die Kartensituation, die vor allem in der Breite zu wenig Qualität hat. Wir wussten von vornherein, dass es für uns ein sehr holpriger Start werden kann, aufgrund der ganzen Personalsituationen, die einfach klar waren. Und für mich entscheidend ist, dass die Jungs zum Training kommen, dass die Jungs Inhalte umsetzen wollen, dass die Jungs heute alles investiert haben. Dann kann man Spiele gewinnen. Und dass wir besser Fußball spielen können, kontrollierter Fußball spielen müssen, das wissen wir. Aber das wird vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel dauern. Und trotzdem kann der FCB jetzt mit etwas mehr Selbstvertrauen und einem positiven Gefühl die lange Reise auf Kasachstan antreten. Ja, Ernie, bevor wir eben auf das Kasachstan eingehen, reden wir zuerst über den gestrigen Match. Endlich ist er der erste Saisonsieg.
Ja, ich glaube, das war der hinterste und letzte Frage, dass man endlich die drei Punkte im Sicher hatte. Der FCB hat sehr unglücklich angefangen, es ist so. Und man hat dann schon gemerkt, dass sie ein bisschen verunsichert sind, die Spieler. Aber sie haben sich dann doch aufgerafft. Sie haben, ich denke, schon daran geglaubt, dass da noch etwas zu machen ist. Man hat noch mal ein bisschen Glück und noch mal den Salvi gebraucht, dass man nicht 0-2 hinten gewesen wäre. Das wäre dann sehr schwer geworden. Aber man hat auch gemerkt, dass sie verunsichert war, die Mannschaft. Dass man nicht so, jeder noch nie so richtig an sich geglaubt hat, wie du das musst, wenn du ein Match musst, oder willst gewinnen. Und die zweite Hälfte ist dann doch besser geworden. Man hat auch von einem Goalie-Fehler halt auch auf der Winterthur-Seite profitiert. Und nein, dann sind sie richtig entgegengekommen. Und am Schluss ist es ein klarer Sieg gewesen. Du hast gesagt, positiv und negativ, ein bisschen auf und ab. Wie hast du den Match gesehen? Ich habe ihn eigentlich auch sehr, sehr positiv gesehen. Vor allem die Phase nach dem 1-0, wo sich die Mannschaft zusammengerafft hat. Und das ist vielleicht wiederum so etwas gesehen, wo die Mannschaft braucht, wo sie zusammenschweißt, wo sie in die gleiche Richtung von der Mentalität geht. Das Spiel hat noch am Schluss noch vielleicht ein bisschen angefangen zu kippen, wo es 3-3 durchaus passieren könnte von Winterthur. Aber dort haben wir dann gesehen, dass wenn sie ins Konterspiel hineinkommen, dass sie das relativ gut ausspielen und dass, ja, die Aktionen dann in Unterzahl vom Gegner wirklich ja, in Goal ummünzen. Gut, rollen wir den Match gerade auf. Angefangen, wie angesprochen, hat es gar nicht gut für den FC Basel. Der FC Winterthur ist nämlich früh in Führung gegangen. Zuerst mal, Ernie, das Foul, das eigentlich kein Foul ist. Ja, eigentlich ist es wirklich kein Foul. Aber ja, die Fehlentscheid, das sind wir uns langsam gewöhnt, dass es immer wieder gibt. Gut, Mirko Salvi darf den Ball natürlich nicht prallen und ist das auch keine Diskussion mehr. Das war halt einfach ein Goalie-Fehler. Und der Winterthur-Spieler macht dann das auch überlegt. Er haut nicht einfach einen drauf, sondern tut ihn schön überlegt über einen Goalie-Löpfen. Und von dem her ist das gut gemacht gewesen. Ja, Remo, man wollte eine Reaktion zeigen, oder? Und dann ist genau der Start eigentlich gekommen, den man nicht wollte. Ja. So früher. Aber basiert aus einem individuellen Fehler von Bremen, der sonst ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wo nachher eigentlich ja, wieder der Ball könnte erobert werden. Es gibt einen Freistoß daraus, ob es einen ist oder nicht, ist eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Der Fehler von Mirko Salvi, wo der Ball prallen lässt. Dort nochmal könnte Galafiori den Ball noch einmal ins Auto raushauen, kommt nicht ganz dran. Und Folge ist dann das Goal dazu. Also unglückliche Anreihung von Situationen, aber ja, nachher gut reagiert darauf. Man hat ja dann auch mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit hat Winterthur eigentlich mehr für die Nadelstich gesorgt. Also es hätte auch gut können, noch 2-0 sein. Ja, natürlich. Sie haben natürlich mit ihren Mitteln halt auch gekämpft oder mit den Mitteln gespielt, die sie vielleicht stark gemacht, schnell kontern. Der Gegner halt dann, wo aufruckt, vielleicht überraschen mit Kontern. Das ist ein bisschen ein Manko vom FCB halt, dass man zwar den Ball viel hat, aber so der letzte Pass, der fehlt, dort an, wo es wirklich gefährlich wird. Und ich denke, Daniel Deuer ist der Einzige, der auch ein bisschen mit seinen Läufen das ein bisschen provozieren, diese Sachen. Aber da hat es zu wenig Spieler, die dann halt auch in der Mitte stehen, um gewisse Vorstöße dann können abzunehmen und so. Und dann bremst er selber manchmal ab, lässt sich vielleicht manchmal zu viel fallen, ist vielleicht manchmal auch nicht immer gut. Aber man merkt einfach, dass man kein Goalgetter in dieser Mannschaft hat, dass es zu wenig richtig gefährlich wird im 16er. Und da muss man, vielleicht kommt der Bari irgendwann mal, vielleicht kann der irgendwann mal spielen, ohne dass er die ganze gelbe Karte holt. Ob der dann der Mann wird sein, da zweifle ich noch ein bisschen dran. Aber dort hat man sicher einen riesen Manko in dieser Mannschaft, im Offensivspiel. Getroffen hat man trotzdem. Und eben, du hast gesagt, wir haben momentan kein Goal gegeben. Dann macht es halt ein Innenverteidiger mal außerhalb vom 16er. Der Finn von Bremen ist nämlich gesehen. Ja, er drückt einfach mal ab, Ernie. Ja, aber es ist halt auch ein Goalie. Ich meine, so einen Schuss musst du als Goalie haben. Und wenn du so wie Winterthur da gehst in Führung, glaubst du, dass da etwas zu holen ist und dann kriegst du ein vermeidbares Goal, das tut doppelt weh. Das trifft dich dann richtig hart. Und ich meine, das war ein haltbares Goal gewesen. Ja, aber hast du so gesehen, man hat viel Ballbesitz gehabt, aber wenig gute Chancen kreiert eigentlich in der ersten Halbzeit?
Ja, das ist ein bisschen das, was der Ernie sagt. Der August ist ein Stürmer, der sich relativ stark ins Mittelfeld zurückfallen lässt, der die Bälle kann erobern kann, der dann aber auch tief attackiert. Der Unterschied zu Winterthur, wo ein Stoßstürmer hatte mit dem Roman Buss, der über die Vertikale immer wieder angespielt worden ist und den Ball hat können behaupten konnte. Ich glaube, das fehlt uns ein bisschen. Darum machen wir Goal. Vielmals ein bisschen um den Strafraum herum und vor allem auch, wenn wir die Vertikale nicht finden, immer ein bisschen auf die Halbpositionen, aus dem Druck rausgehen. Und das macht es natürlich ein bisschen ungefährlich. Wenn wir in der Vertikale einen Anspielpunkt, einen Zielspieler hat da vorne, gibt es sicher wieder ein anderes Spiel. Und ich glaube, der Punkt fehlt der Mannschaft. Es ist gerade spannend, haben wir gerade ein bisschen über das Taktische geredet. Dann kommen wir uns zu unserer Kategorie Taktikfuchs mit Matthias Mäder. Im letzten Spiel haben wir ein bisschen defensiver angeschaut, was dort nicht so gut war. Und bei diesem 5-2-Sieg da schauen wir heute, also legen wir heute den Fokus aufs Spiel mit dem Ball. Matthias. Genau, denn 5 Goal hat der FCB zuletzt im September 2022 daheim gegen den Grasshopper Club aus Zürich geschossen. Man hat aber auch gesehen, dass das Spiel mit dem Ball, Anfangsspiel, noch nicht ganz funktioniert hat. Die erste Szene sehen wir, dass der Mirko Salvi angespielt wird. Und jetzt haben wir auch hier viel zu wenig Bewegung auf den zentralen Positionen, Fabian Frey und Dominik Schmid. Was passiert? Der Mirko Salvi schlägt den Ball lang und der Ball ist verloren. Auch bei der zweiten Szene sehen wir jetzt, wenn wir ein Standbild haben, dass der Fabian Frey im Deckungsschatten ist, also gar nicht angespielt werden kann. Der Ball wird jetzt auch langgeschlagen und auch der Ball ist für den FCB verloren. Die nächste Szene, die wir sehen, Van Bremen kommt am Ball und jetzt, was passiert? Er spielt den Ball auf Fabian Frey, eigentlich in Lauf. Der Fabian Frey braucht den Ball, wenn denn, in Fuß. Aber wenn er nach links schaut, der Galafiori, das wäre die bessere Entscheidung gewesen, den Galafiori im Fuß anzuspielen und er könnte dann den Ball auf den Fabian Frey weiterspielen oder weiterleiten. Wir sehen den FC Winterthur, der einen Ball im Box spielt und der Comas, der den Ball klärt, aber nicht irgendjemand an, sondern schön auf die Seite. Und hier ist ein 1-1-Duell vom Ndoye, der sich super durchsetzt. Jetzt sehen wir den FCB in der zweiten Halbzeit. Er ist viel aktiver und viel energischer aus der Garderobe rausgekommen. Und das Spiel mit dem Ball ist jetzt deutlich besser. In der nächsten Szene, jetzt schauen wir mal auf das Bild Mitte oben, der Ndoye, der nach dem Wechsel vom Kader in die Sturmspitze gewechselt ist, auf Position 9, der Augustin aufs 10 und kommt jetzt dann auf seiner Position in der Sturmspitze perfekt in Szene. Er erkennt den Raum, läuft in Tiefe, super Ball vom Lopez, Lotus beisto, klarer Penalty, holt den Penalty raus und einen weiteren Assist vom Ndoye. Das Fazit aus dem gestrigen Spiel ist, dass der FCB im Spiel mit dem Ball deutlich Fortschritt erzielt hat. Man hat aber auch gesehen, dass vor allem in der ersten Halbzeit noch nicht alles funktioniert hat und dass gewisse Automatismen fehlen. Das ist jetzt die Aufgabe des Trainerteams, das in den nächsten Wochen zu korrigieren. Mit einem Blick auf die Bank ist auch aufgefallen, es braucht noch mehr Qualität in der Breite. Ja, es war ein bisschen zusammengefasst, was wir jetzt gerade vorher besprochen haben. Die zweite Halbzeit sicherlich besser gesehen. Und einen kurzen Moment hat es ja gegeben, wo Vinti vielleicht fast das Redreh gemacht hat. Ist nicht passiert. Und dann am Schluss eigentlich souverän auskontert. Ja gut, die Vinti ist natürlich nachher ins Messer gelaufen. Die haben dann wirklich zu offen nach hinten gespielt. Man, dann in Doi weiss man, wenn der 1-1 kann aufs Goal laufen, dann geht er vorbei. Wir dürfen nicht vergessen, das war Winterthur. Das war eine Mannschaft, die die letzten Plätze wird sehr wahrscheinlich belegen, dass sie qualitativ ist. Das war nicht so eine sehr gute Mannschaft. Und ich finde einfach, wenn du gegen so eine Mannschaft nicht so kannst dominieren kannst, und zwar in allen Belangen, dann hast du selber ein Problem. Und der FCB ist ein Verein, der Ambitionen nach vorne hat. Und darum, es ist okay jetzt, dass die haben den Match gewonnen, das ist alles gut und recht, sie haben 5 Goal geschossen und, aber es reicht noch lange nicht, um irgendwie vorne können dabei sein. Und der 6. Platz, der Strichkampf, der wird irgendwann brutal werden. Und ich denke, sie wären gut beraten, wenn sie gleich mal von dort ein bisschen Abstand nach vorne. Weil wenn du um den Platz kämpfen musst, ich kenne es aus eigener Erfahrung, wir haben früher diesen Modus auch mal gehabt. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo nur noch der 6. Platz im Hinterkopf ist, wenn du dort drum
kämpfst. Und dann würde es mich wundern, wie die Mannschaft, wie die denn stabil ist in so einer Situation. Aber man hat ja auch gesehen, beispielsweise IB hat ja auch Mühe gehabt beim Aufsteigen gestern. Unentschieden gemacht, Basel hat wenigstens gewonnen. Auch gegen einen ähnlichen Verein, der wird unten mitspielen sicher. Ja, weil Cesar ist noch jung und in dieser Mannschaft, in der Entwicklung von dieser Mannschaft vom FC Basel, da wird noch viel passieren. Fakt ist, Situationen, wo wir das Goal 3, 4 und 5 machen, das 5. ist ein Penalty, kommt aber auch aus einer, so einer Situation raus, geht eigentlich alles über die halbe Position. Also Spiel in Tiefe mit dem Ndoi, der eine gute Schnelligkeit hat, mit dem Augustin und auf der anderen Seite der Millar. Da ist viel Schnelligkeit. Aber ich glaube, wenn wir dort das Element Zielspieler im Zentrum noch drin haben, gibt das nochmal ein anderes Spiel, gibt das für den Trainer noch viele andere Möglichkeiten im Offensivspiel. Und da wird man dann valabler, auch in der Ausspielung und in der Boxpräsenz. Und bevor wir den Match abschließen, kommen wir noch zum Man of the Match. Das hat man ja gewonnen. Und es war spannend, wer wird jetzt der Man of the Match? Es ist zur Auswahl gestanden der Fabian Frey, der Dan Ndoi und der Finn van Bremen. Und gewählt worden ist. Ernie, wir haben den Ndoi Bamel angesprochen heute. Du, gleiche Meinung wie Zuschauer. Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch für Fabian Frey sogar tendiert. Er hat doch zwei Goal geschossen und er zeigt doch, ich sage jetzt in seinem Alter, er ist immer dort, wo es gefährlich wird, ist er, obwohl er manchmal defensive Aufgaben muss übernehmen, ist er, bei der, wenn es Goal gibt, ist er immer ein bisschen dabei. Und ja, den Dan Ndoi, den kennen wir, der hat halt seine Schnelligkeit als Trumpf. Aber eben, für mich geht er einfach viel zu viel um. Der sollte eher mal probieren, stehen zu bleiben und mal Sachen erzwingen, die er sich viel zu leicht loslassen. Ich denke, der wäre dann noch viel gefährlicher. Lustig, Fabian Frey hat selber ja nach dem Spiel gesagt, er hätte ja eigentlich so ein bisschen eher einen Stiefel zusammengespielt und dann nachher zwei Goal. Und Timo Schulz hat es auch gesagt, aber du siehst ihn so. Wie siehst du den und euch gerechtfertigt? Ja, die Wahl ist sicher richtig, aber ich sehe jetzt Fabian Frey auch nicht so schlecht, wie es er selber gemacht hat. Weil der Fabian ist ein unglaublich wichtiger Spieler, auch in der Umschaltphase, wenn das Spiel gegen uns geht. Und für mich ist der Van Bremen wäre auch ein Kandidat gewesen. Hat für mich bis auf den Fehler, den er gemacht hat, ein tadelloses Spiel gemacht. Also lieber so eigentlich, eben ein bisschen darum kämpfen, wer der beste Spieler ist, ja, letzte Woche. Bleiben wir gerade kurz noch beim Dan Ndoi. Eben, das ist noch einer von denen von letzter Saison, der auch immer wieder gute Leistungen gebracht hat, der noch beim FCB ist. Wie siehst du das? Wie ist denn die Chance, dass er diese Saison noch da bleibt? Weiss ich nicht, wie weit dass der FCB ihn auf dem Markt gibt, wie er von seinem Management angeboten wird. Auch wie die Nachfrage ist, da habe ich keine Ahnung, aber der FCB wäre eigentlich gut beraten, wenn sie ihn behalten würden. Er ist ein wichtiger Spieler, hat in der letzten Saison nicht die Effizienz gehabt und die Ausbeute gehabt im Score. Aber ich glaube, da wird noch einiges kommen. Da ist viel Potenzial drin, wo er ein entscheidender Spieler kann werden kann. Und kommt sicher auch darauf an, ob man europäisch dabei ist oder nicht, ob man kann halten. Ich denke, die, die ihn unbedingt wollen, die beobachten ihn auch während der Super League-Meisterschaft. Und jetzt hat man auch vieles gesehen von ihm. Auch international hat man eigentlich genug von ihm gesehen. Ich denke, wenn wirklich jemand interessiert an ihm ist, dann nehmen sie ihn jetzt. Und dann hat die Conference League-Quali, die man hier jetzt spielt, nicht mehr so einen Einfluss. Und hier sind wir auch gerade beim Thema Kader. Und ums Kader geht es auch in der heutigen Fanfrage. Noch kurz als Info für Sie. Sie können alle Woche uns auf eine Mail schicken an sport@telebasel.ch und eine Frage, die Ihnen gerade auf der Zunge brennt, uns zuschicken. Und mit ein bisschen Glück wird sie dann ausgewählt und an unsere Gäste gestellt. Und die heutige Fanfrage ist folgende. Sie kommt von Maurizio Mattis aus Liestl und er fragt, das Konzept mit vor allem sehr jungen Spielern und einigen weniger Arrivierten hat bisher kaum funktioniert und lang knapp für die Conference League. Wieso hält man beim FCB daran fest? Ja, Remo, du bist vermutlich der von uns drei, der ein bisschen am nächsten dran ist. Du weißt ein bisschen, wie das funktioniert mit diesen Transfers und alles. Hast du eine Erklärung zu dieser Frage? Ja, von der Ausrichtung her müssen das eigentlich der Sportchef
beantworten. Und von meiner Seite kann ich auch sagen, es fehlt sicher einmal ein Transfer in dieser Mannschaft, wo die Mannschaft auch ein Level weiterbringt. Und das sind alles junge Spieler, die gewisses Potenzial haben. Ja. Wo das hinführt oder wo das hinlenkt, weiss ich nicht. Aber die jungen Spieler brauchen auch ja, ein gewisses Gerüst, das sie tragen, wo sie entwickeln, wo sie auch gecoacht werden im Spiel, im Positionsspiel und vor allem in den Lösungen auf den Situationen. Und ich glaube, das fehlt ein bisschen, dass wir wieder mal einen Transfer haben, der die Mannschaft auf ein neues Level bringt. Die Jungen sind ja im Fokus gestanden jetzt am Donnerstag eben bei dieser Niederlage. Vor allem Tierno Dopari, wieder Pech gehabt, zweites Spiel, zweite Rote. Bitter. Ja, es war schon bitter, aber das zeigt halt auch, dass der einfach noch nicht so reif ist, wie er das vielleicht in gewissen Situationen sollte. Er hat in St. Gallen oben schon zweimal ein bisschen übermotiviert. Eigentlich denkst du, solltest du daraus lernen. Da hat er wieder nicht so daraus gelernt. Ich mache ihn beim Penalty, beim zweiten Goal, also wo es ein Penalty gibt, wo er den Ball holt, das hat er reflexmässig gemacht. Da hat er nicht mehr studiert, auch ich habe schon Verwarnung. Der hat einfach den Ball wollen heben. Dass er vorher schon eine Gelbe hatte, ist natürlich Pech. Und gut, wenn man zwei Spiele nacheinander zweimal eine Gelbe holt, das zeugt schon davon, dass man da einfach, dass da eine gewisse Reife halt auch fehlt. Und ich denke, da muss es sehr viel noch lernen. Aber das ist eine Mannschaft, die viel muss lernen, weil es so viele junge Spieler sind. Und das ist ja das Problem, das der FCB hat, dass man zu viele nur junge Spieler im Kader hat. Und dann gibt es Situationen, auch in dem Match, wo halt die miteinander falsch reagieren, weil sie zu wenig Leitwölfe in dieser Mannschaft haben. Und das ist das Problem, das der FCB hat. Das Kader ist so zusammengestellt worden. Und mit dem müssen die Fans leben, aber auch der FCB selber. Ja. Jetzt so ganz kurz, wenn man steht mit dem Rücken zur Wand, glaubst du noch, sie kommen weiter? Ja, also das braucht ein 2-0. Dann gibt es eine Verlängerung und eine 3-0 ist man weiter. Also da habe ich jetzt nicht grosses Bedenken und Vertrauen in die Mannschaft. Aber das, was ich in der Ernie gesagt habe, es braucht Verantwortung, es braucht Leadership, es braucht Spieler, die das wollen in Kasachstan, die sich da wirklich allem unterordnen, um die Qualifikation in die nächste Runde zu holen. Wir werden es sehen am Donnerstag. Euch zwei, danke vielmals, sind ihr da gesehen und ich habe es angesprochen. Am Donnerstag schon um 4 Uhr am Nachmittag müssen Sie einschalten zum der FCB schauen und dann geht es weiter am Sonntag in der Super League gegen GC. Und wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und einen schönen 1. August. Ade miteinander.